Hallo, liebe Bromantiker. Biermark, NFL, fast das Glas umgeschmissen. Meine Businessfrau dabei. Ihr wisst, was los ist. Wir sind in München. Nein, nicht für RAN NFL, sondern für die NFL Wiesen im Paulaner-Zelt. Das wird knusprig. Wir machen jetzt einmal kurz einen Schnitt und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir machen sozusagen einen kurzen Timebreak und dann sehen wir uns, wenn wir beim Fitting sind. Komm mal näher. Dann. Bis gleich. Oh, sorry, da bin ich nochmal wieder. Wir haben natürlich noch Jenny und Kasim da und wir haben ja noch eine kleine Reise dahin. Wir wissen, ja, ihr werdet noch ein paar Sachen sehen, also erstmal was. Mr. Überpünktlich, Herr Werner, ist zu spät und die ganze Gang wartet jetzt nur auf ihn. So, wir haben Internet. Oh, fällt was runter. Zwei Mikrofone für Primetime nachher. Direkt aus dem Zelt. Mal gucken, ob alles klappt. Ich denke, wir werden wieder ein paar technische Probleme haben, aber wir kriegen es immer hin. Bromance-Shuttle? Shit! Ist das cool? Richtig abgeliefert, ey. Eine Einzelkarte bitte. Ich hab auch ein Buch, wenn Sie das wollen. Komm mal rein in den Bromance-Bus. Hey, Björn, schön dich kennenzulernen. Kannst du das nicht machen? Wir haben doch die Seiten abgeholt. Wir ziehen jetzt Lederhosen an. Am geilsten wird Björn aussehen wie eine Presswurst. Reinspaziert. Ich habe ja noch niemals eine Tracht angehabt. Bin mal gespannt. It's interesting. I mean, I like the design on the Lederhosen, particularly with all the embroidery. I think that's pretty cool, actually. Überleg, ich mag das auch. Passt vielleicht zu den Pharrells. Ich muss mal gucken, vielleicht nehme ich auch eher sowas beiges, erdtonartiges. Ich nehme das. Habe die Ehre. Das war super. Ich habe mich überreden lassen. So. I was convinced. I said I'll never wear this in my life. Here I am. I'm disappointing myself. Hey, well, you sit tight. Right. Das riecht nach Football in hier. Locker. Du wirst da nicht zukriegen, glaube ich. Nee, das kommt passieren. Ja? Maybe gentle is a better option. Hey, pick up that little kid. Einmal XL. Schatzi, ich freue mich, Schatzi. Das bricht mir nach, die Beine nicht hochheben. Björn, wie fühlst du dich? Ich bin noch nicht glücklich. Für die Kamera. Nein, geht nicht. Sami sieht aus wie ein Hirte. Hallo, mein Name ist Kasimir Wai. Und ich probiere immer noch Sachen an. Erstes Shirt und es passt schon. Also es ist echt, es ist hübsch. Es ist nice. Ich küsse auch. Kommt ran, da. Like, it looks like you've been wearing this every week. Totally. Ich hab gesehen, wir waren gerade beim Angermeier und diese freshen Klamotten bekommen. Und jetzt geht's über die Wiesen. Wir kriegen eine Promi-Tour von einem Harry G. Hier auf der Wiesn angekommen und das Wichtigste für die Wiesn ist natürlich die Tracht und wir schauen uns jetzt einmal an, wie jeder ausschaut. Ich glaube, ihr seid gerade ausgestattet worden, oder? So wie ich das sehe, man gut, Jacken und Schirme, das ist ein anderes Thema, weil es halt regnet, das kann man nicht ändern. Es ist, schaut alles wunderbar aus, machen wir es kurz und schmerzlos, aber die Schuhe. Hat der keine Schuhe gehabt für euch? Ja, nee, keine Männergrößen. Ja. Der hat die Größen nicht, jetzt habe ich es verstanden. Okay, dann ist es genehmigt. Ich hab die Schuhe. Der einzige mit vernünftigen Schuhen. Und ich wurde ausgelacht. Ich wurde ausgelacht, die haben mich ausgelacht. Schuhgröße 43 oder was? 44. Achterbahn! Also,
Ich habe natürlich den großen Fehler gemacht, dass ich mich jetzt genau mit dem Falschen angelegt habe für so einen Wettbewerb. Also das ist Howdy Lucas. Ich glaube ehrlich gesagt, da kann ich jetzt nur den kürzeren ziehen. Und Björn? Das sieht übergefährlich aus, ich werde es nicht machen, weil sonst ist die Bandscheibe raus. Ja. Hey, ich bin Cassio Nivaldi und heute bei Football Romance gehen wir in einen Biergarten. Heißt es Biergarten? Riesenzelt. Ein Riesenzelt. Riesenzelt. Ein Riesenzelt. Mit Musik. Das waren die Wiesen. Sie waren wild, wir haben uns angefittet, wir haben Primetime-Football gemacht. Ich sage euch eins, Steve Jordan, geilster Gast der Welt. Casimir de Bale hat ein Riesenglück, ihn seinen Schwieger nennen zu dürfen, Schwiegervater nennen zu dürfen. Ihr seht schon, ich habe nichts getrunken, ich bin aber todmüde. Björn kriegt nichts zu essen. Björn, komm mal her. Ja, laber mal jetzt nicht. Björn, was ist los? Gute Nacht. Björn ist müde. Wir sagen gute Nacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Bromance auf den Wiesen. Schlaf gut. Hallo, mein Name ist Kasper und ich hoffe, ihr hattet Spaß.